Hallo, ihr seht mich hier sitzen im Retro-Keller, im nicht mehr Rumpelkeller. Er ist nämlich einigermaßen aufgeräumt, wie man sehen könnte. Da ist ein Weihnachtsschmuckzapfen, da hängt ein Bild, hier sind ganz viele Spiele, da ist die Foxy Lady natürlich. Das sieht man hier nicht wahrscheinlich, da steht ein Klavier. Ein Klavier, aber lange Geschichte, nicht meins, egal. Jedenfalls aufgeräumt und geht einigermaßen. Beleuchtung müsste auch okay sein. Da oben sieht man ein bisschen das Licht reinkommen, aber ich denke, es ist okay. Also warum sitze ich hier? Weil ich nämlich gleich etwas unboxe. Mhm. Und zwar, ich nehme an, Fanpost. Es kam nicht ein Paket heute, ohne dass ich damit gerechnet habe. Dieses Paket sieht so aus. Paket. Und da steht YouTube-Post drauf. Ja, dann gehe ich einfach mal davon aus, das ist Fanpost oder sowas. Und der Absender, ein gewisser Marco, dessen Name mir jetzt nichts sagt, was dran liegen könnte, dass ich es einfach komplett verpeilt habe, vergessen habe oder irgendwas. Aber der eine scheint mir keiner der üblichen Verdächtigen sein. Wir werden sehen, was jetzt daran drin ist. Deswegen werde ich jetzt erstmal aufmachen. Reflexion ist ganz... Ist das Fenster? Bin es ich? Dann ist das iPad hier. Wow, Inception. iPad-Reflexion auf, ja, wie auch immer. Ich hoffe, der Tisch wackelt nicht zu sehr. Ich habe nämlich gerade irgendwas extra untergeschoben. Aber wir werden es sehen. Na, hoffentlich ritze ich mich nicht versehentlich. Sich selber ritzen ist nicht unbedingt gesundheitszuträglich und schon gleich gar nicht. Man sollte vielleicht auch so ritzen, wenn schon. Von sich weg. Wenn es dann schief geht, dann geht wenigstens nur irgendwas kaputt, aber nicht die eigene, physische Präsenz. Uah. Ja gut, sagt er und macht es beinahe doch. So, schaut ganz gut aus. Dann machen wir hier auf. Machen wir hier auf, wenn er mal in der Lage ist, das Ding auch wirklich aufzumachen. Ja. So, jetzt. Okay. Dann warte. Aha. Gut. Okay, dann wollen wir da mal. Ah, den Namen habe ich schon mal so gehört. Okay, also, Moment, ich stelle es wieder hier ab. Ich habe hier nebenbei übrigens ein praktisches Höckerchen, wo das Paket draufsteht. Also, hallo Ulrich, als Zuhörer der ersten Stunde, damals noch zu den alten MCAST-Zeiten mit Philipp, das ist wirklich erste Stunde, möchte sich auf diesem Weg für die vielen Stunden an Unterhaltung mit mir bedanken. Das freut mich immer. Das freut mich wirklich immer. Sieht vielleicht nicht so aus, aber mich freut mich trotzdem. Er ist sonst eher passiver Zuhörer, aber da ich auf YouTube sage, dass ich gerne Fanpost bekomme, sendet er mir hier ein paar Goodies. Sehr gut. Hoffe, ich finde es interessant. Ich finde es immer so, auf jeden Fall so interessant, dass ich es auspacken kann. Deswegen ist es automatisch interessant. Danke. Bleib weiter so sympathisch und unterhaltsam. Also, das sind jetzt zwei Adjektive. Ich kenne genug Leute, die das noch nicht sehen würden. Aber wenn du es so siehst, ich finde es super. Ich finde es auch super. Ich finde mich auch sympathisch und unterhaltsam. Ja, okay. Mit freundlichen Grüßen, Marco, NLK-Designer. Also den NLK-Designer, da klingelt es bei mir ganz, ganz vage. Also nimm es mir nicht übel, wenn ich es nicht sofort zuordnen kann, aber passiver Zuhörer ist besser wie kein Zuhörer, das auf jeden Fall. Und Paketschicker ist auf jeden Fall super. Gut, also dann wollen wir mal. Hier haben wir... Oh, du Schande. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss meine ganzen Eating-Pläne wieder umstellen. Das wird... Ui. Also hier haben wir Verpackungsmaterial mit Werbung von... Was ist das hier? Regiobus Reisebüro. Na gut, das ist eher zweitrangig. Nochmal Verpackungsmaterial. Oh mein Gott. Ja, mal gucken, wie ich das... Also, ich habe es versprochen, ich werde es machen. Ich muss nur gucken, wie ich es unterbringe. Ich habe hier Trolli-Glotzer. Passend natürlich. Ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe in dem Zeitrahmen, wo es gut passen täte. Wobei, die gibt es ja alljährlich. Das sind also, wo steht es denn auf Deutsch? Bin blind. Schaumzucker, Gummibonbons mit Füllung, 10%. Das klingt gut, klingt lecker. Yum, yum, danke. Dann habe ich hier, oh mein Gott. Burning Pain Jalapeno Chips, na vielen Dank. Uff. Was sind das für eine Stufe? Pain Level, nee, das ist eine Soße oder was? Räuchertypen. Scharf, also mittel ist nicht ultra scharf, scharf genug für mich wahrscheinlich, werden auch drankommen. Ich habe nur momentan einen Stau an Chips und ähnlichen Sachen,
Ich werde es aber unterbringen. Wie gesagt, die kommen auf jeden Fall. Ich kann es nur nicht versprechen, dass es jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen sein wird. Aber sie kommen, garantiert. Sehr gut. Danke. Dann habe ich hier, oh Gott. Ja, sagt, es waren nicht die schärfsten. Jetzt sind es die schärfsten. Oh, scheiße. Ja, da werde ich mir schon mal wieder eine Milch schnappen müssen. Das sind die wohl wirklich schärfsten, angeblich. Es gibt noch Eros-Paprika, die sind ein bisschen weniger scharf. Puh, ja, das wird knackig. Danke. Ich glaube fast, ich hatte die mal von jemand und habe es dann verfallen lassen, aus Dummheit. Aber jetzt habe ich sie nochmal. Also ich habe sie nicht gevideot, das weiß ich. Puh, dann haben wir hier zwei Dosen, also zwei potenzielle Drinkings. Ich muss die bloß, die sind semi-auslaufsicher verpackt. Ich weiß nicht, ob der Knoten wasserdicht wäre oder flüssigkeitsdicht, aber egal. Was haben wir denn hier? Eine klassische Afri-Cola. Die hatte ich, glaube ich, tatsächlich auch noch nie, deswegen kann ich die natürlich mal einfach trinken. Danke. Trinken geht gut. Ich habe tatsächlich gerade ein bisschen Überhang an Eatings und Drinkings für die Zukunft oder nein verschieben. Deswegen, aber dann muss ich erstmal nicht einkaufen gehen. Das hat was. Wobei, ich habe ein, zwei Läden im Blick, wo ich mal hinfahren möchte, aber die sind nicht in Mehring. Deswegen, also hier jedenfalls ein Drinking. Und was ist das denn hier? Ein Recorder League. Ein Premium Swedish Cider. Mit Mango und Raspberry. Keinen Schimmer, wo man das herkriegt. Das hat nicht mal eine deutsche Beschriftung. Bin jetzt blind. Wo kommt denn das her? Ist das ein Import? Wow. Ah, da ist Alkohol drin. Naja, ist egal. Also ich meine, ich trinke ja nicht normal kein Alkohol, aber das werde ich schon verkraften. Wenn ich hinten nach umfalle, dann bist du schuld, Marco. Gut, also. Sehr gut, danke. Und dann habe ich hier noch, oh mein Gott, das, oh, da ist noch was. Okay. Mentos Fruit, danke. Die, da muss ich ein bisschen aufpassen, ich mag die, aber mit Kronen ist es schwierig. Also die werde ich mal irgendwie einschieben. Das kriege ich hin, danke. Und was haben wir hier noch? Das ist alles Papier, nicht, dass ich nochmal so eine Rolle irgendwie übersehe. Das war schön, das war gut verpackt, da geht nichts kaputt, glaube ich. Das schafft nicht mal die Post. Und, oh Jesus. Sehr gut. FPS, First Person Shooter, Uncut, Duke Nukem meets Wreck. Ich kann dir sagen, ich kenne ihn nicht. Es ist nicht Hardcore, den gibt es ja auch. Der ist ja auch mit Ego-Perspektive. Von wer spielt denn da mit? Oh mein Fuck. Das ist ein deutscher Film, oder? Oh, du Schande. Also wenn ich jetzt den Herrn Oswald zur Hand hätte, der würde ihn sicher kennen. Von KSM. Sind die nicht so ein Label für sowas? Die schwangere Freundin des psychisch labilen Helden. Oh mein Gott. Eieiei. Dieser außergewöhnliche Horrorschocker made in Germany ist eine Hommage an die glorreichen 8-Bit-Zeiten der Computerspiele. Eine Verneigung. Dann bin mir mal eher sicher, dass man Doom und Co. nicht unter 8-Bit einsortiert. Also was für ein Schmarrn schon wieder. PC, gut, diese Bit-Dinger sind ja eh Konsolengeschichte, aber gab es auf dem NES überhaupt einen Ego-Shooter? Kam Doom oder Wolfenstein auf den Ego oder kam die erst auf dem SNES? Bin mir nicht sicher. Egal. Wie auch immer. Also, gut, der wird bei Zeiten konsumiert und dann wird es ein Film-Quickie geben. Jawohl. Wird gemacht, ich kenne ihn nicht, er ist wahrscheinlich ganz furchtbar. Wie lange ist denn der? Ja, er ist nur 80 Minuten, das werde ich gerade so überstehen. Moment, was hat er noch? Deutsch und Englisch. Ja gut, den muss man sich dann wahrscheinlich fast auf Deutsch anschauen, oder? Wenn er schon ein deutscher Film ist. Na, ich werde es schaffen, ich werde ihn anschauen und ich werde es filmen. Also ich habe hier ganz viel Material für theoretisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Videos. Hui! Uff. Das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, wie gesagt. Ich habe es aber auf jeden Fall vor. Ich schreibe mir das auch alles auf. Ich hab mal irgendwann gelernt, nach vielen Jahren, dass es ganz klug ist, wenn man sich die Sachen notiert. Das heißt, das habe ich am Anfang gemacht und dann habe ich es nicht gemacht und jetzt mache ich es wieder. Und ganz wichtig auch zu schreiben, von wem das Zeug kommt. Das ist eher peinlich, wenn man nicht mehr draufkommt. Das heißt, ich könnte natürlich dann alle alten Videos an Zeit aufwenden. Egal. Also jedenfalls, Marco, danke. Vielen Dank. Sehr cool.
das wird viel Material, Befütterungsmaterial für mich und für den Kanal geben. Das werde ich in Angriff nehmen. Also, wie gesagt, ich kann es nicht versprechen, wann. Ich habe momentan, jetzt staut sich ein bisschen, ich werde das hinkriegen. Es wird passieren. Ich hatte eine schöne Logik aufgestellt, welche Videos wann und wie sie sich abwechseln sollen, aber das funktioniert halt alles nicht mehr, wenn man dann Sachen reinschieben will oder muss. Und, aber es wird klappen. Es wird passieren. Ein Watching, zwei Drinkings und vermutlich 3 bis 4 Eatings. Also bei Mentos möchte ich jetzt nicht, wird schon auch gehen. Das schiebe ich vielleicht mal als Bonus-Episode irgendwie rein. Wir werden es sehen. Gut, nochmal danke. Der gute, nochmal hier, Marco, NLK Design. Sehr schön, danke. Hübsches Paket, hübsches Fress- und Sauf- und Glotzpaket. Das ist, ja, ich hoffe, dir hat das Video hier was gegeben. Also du hast ja mir was gegeben, ich habe dir jetzt hier ein Video gegeben. Das war hoffentlich ein okayer Deal für dich und für den Rest, der hier zuschaut und reingestolpert ist, der sagt hoffentlich auch, das war ein ganz okayes Video. Und dann sind wir am Ende für heute. Aber ich stelle fest, das funktioniert hier ganz gut so mit dieser Konstellation scheinbar. Also wenn jemand mir weitere Fanpost schicken will, ich kann sie ganz gut auspacken, glaube ich. Schauen wir halt mal. Deswegen jedenfalls bis zum nächsten Video oder sonst was. Tschüss.